Oh, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight Valley. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es regnet natürlich wieder aus vollen Kanistern und Eimern. Und heute gucken wir uns das nächste Shop-Update an. Oh, es hört einfach direkt auf. Geil, das hatte ich auch noch nie, dass es so plötzlich passiert. Genau, jetzt gucken wir uns das 15. Shop-Update an. Ich rechne mal, dass es nur wieder Wiederholungen kommen. Also der gleiche Kram, den wir schon mal hatten. Das war ja letzte Woche auch schon so. Da hatten wir ja, genau, das blaue Haus, die Begleiter, die Klamotten und hier unten diese Küchen-, Badezimmer-, Wohnzimmer-Möbel. Also nichts Besonderes, außer für die Leute, die natürlich das noch nicht haben, ne? Schlagt da gerne zu. Wie gesagt, ihr müsst natürlich wissen, ob ihr so viele Mondsteine ausgeben wollt. Ich gucke auch eben mal bei Dagobert. Da war ich noch gar nicht. Ich rechne mit nichts Tollem. Und ja, der grobe Überblick verrät mir schon, es gibt nur wieder Trash. Dieses Valley ist ziemlich toll. Habe ich schon. Das habe ich auch alles schon. Diesen Tisch habe ich auch schon 1000 Mal. Das habe ich auch schon. Das habe ich auch schon. Okay. Nur nicht vergessen. Zeit, ich habe nichts anderes erwartet. Geld. Klamotten ist auch nichts Besonderes. Wo das weiße Shirt geht sogar noch tatsächlich. Aber sonst leider nichts, wie immer. Aber vielleicht kommt ja gleich was Neues im Laden. Aber ich denke, erst mit dem neuen Update werden wir auch neuen Stuff bekommen. Neue Häuser und so weiter und so fort. Wie lange müssen wir noch warten? 30 Sekunden. Ich glaube aber noch eine Minute und 30 Sekunden. Ihr kennt das ja, jetzt wird das Haus wieder verschwinden. Und dann haben wir noch mal eine Minute. Weiß der Geier warum? Keine Ahnung. Und wie gesagt, das nächste Update wird wahrscheinlich dann erst in 2 Wochen kommen. Also ich denke mal 1,5 Wochen bis zum Update. Ich schätze mal 7. Juni wird das Update erscheinen. Das letzte Update kam nämlich auch an einem Mittwoch. Ich weiß gar nicht, ob das immer Mittwoch erscheint. Schreibt mal gerne in die Kommentare. Oder ob es auch mal Dienstags oder Donnerstags kam. Aber das letzte kam auf jeden Fall an einem Mittwoch. Genau, jetzt ist das Haus weg. Jetzt warten wir nochmal eine Minute. Wir kennen das ja. Es muss irgendwie ein Programmierungsfehler sein. Und dann wird es auch wieder neue Möbel geben. Außer es gibt jetzt natürlich die Sachen aus der ersten Welle, also aus dem ersten Update. Da gab es ja diesen Flachbildschirmfernseher und auch diese goldenen Möbel. Auch diese Sitzmöglichkeiten und sowas. Das würde ich mir sogar tatsächlich nochmal holen. Ich habe jetzt, glaube ich, nochmal knapp über 2000 Mondsteine. Aber ich glaube, es wird nur Wiederholungen kommen. Von Sachen, die ich nicht haben möchte. 30 Sekunden noch. Ich bin gespannt. Begleiter müsste ich mir eigentlich auch nochmal alle holen, aber es ist schon echt viel Geld, 2000 Mondsteine. Aber irgendwann werde ich es mal bereuen, wenn ich den Streichelzoo bauen will. Okay, der Countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, und Trommelwirbel. Den Brunnen haben wir schon. Steht sogar im Besitz. Genau, die Begleiter wiederholen sich wieder. Gab's auch schon. Z-Coronas Königreich interessiert mich auch nicht. 1200, ja. 6 Stühle, Beistelltisch, Stuhl, Spindel. Ja, ist vielleicht noch das Attraktivste. Wie gesagt, den Brunnen habe ich ja schon im Besitz. Den kann ich euch sogar nochmal zeigen. 1750 ist eigentlich ganz okay. Den habe ich ja in den eisigen Höhlen stehen. Da können wir mal gerne hingehen. Ich finde den eigentlich ganz cool. Das ich glaube, der wurde auch von ein paar Leuten wird der ein bisschen gehatet. Weil der halt kein Wasser verspritzt. Aber klar, der ist natürlich auch eingefroren. Oh, grüne Kiste nehmen wir auch nochmal mit. Wunderbar. Ja, wie gesagt, leider nur Wiederholung. Schade, dass sie halt nicht das erste Update nochmal wiederholen. Da hätte ich sogar Interesse an den Möbeln. Aber leider ist es nicht so. Bin nochmal gespannt, was sie für neue Häuser bringen im Update. Schreibt da mal gerne in die Kommentare, was ihr euch wünschen würdet für Häuser. Von berühmten Disney-Charakteren. Mir fällt da eigentlich spontan gar nicht so wirklich ein, muss ich sagen. Was gibt es denn für berühmte Häuser von Disney-Charakteren? Also die so wirklich einzigartig sind, die man direkt erkennt. Genau, hier ist der Brunnen. Da könnt ihr nochmal einen Blick drauf werfen. Ich finde den eigentlich ganz cool. Passt hier auch gut zu den Mülltonnen und zu der Bank. Kann man auf jeden Fall machen, auch für den Preis. Unter 2000 Mondsteine finde ich auch ganz okay. Leider verspritzt er halt nichts. Er leuchtet nicht. Das ist halt ein bisschen öde. Aber ansonsten geht es auf jeden Fall klar. Aber wir müssen uns wahrscheinlich noch 1,5 Wochen gedulden, beziehungsweise 2 Wochen. Dann wird es auch endlich wieder einen neuen Kram geben. Aber natürlich möchte ich trotzdem die Shop-Update-Videos gerne machen, jeden Freitag. Mal gucken, ob sie den Tag auch wieder verlegen. Vorher waren die Shop-Updates ja immer am Mittwoch. Jetzt sind sie ja immer freitags. Wie gesagt, wir werden schauen, wir werden sehen. Ich ärgere mich auch nicht mehr drüber. Am Anfang habe ich mich ja noch beschwert, dass sich die Sachen wiederholen. Aber meine Erwartungshaltung ist jetzt eh relativ gering. Darum kann ich jetzt auch nicht mehr enttäuscht werden. Wow, ihr wahrscheinlich auch nicht mehr. Für dieses
Und lasst gerne ein Abo und Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und mein Kanal. Danke, danke, danke schön. Schaut gerne bei den Livestreams vorbei. Die sind auch immer richtig super. Sonntags immer 20 Uhr, Disney Dreamlight Valley. Und sonst spielen wir auch immer andere Games. Und in der Update-Woche wird es natürlich auch nochmal mehrere Disney Dreamlight Valley Streams geben. Weil wir da wieder ein bisschen Inhalt haben und Aufgaben. Und ja, Leute. Freut mich, dass ihr zugeschaut haben. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Und bis dahin, ciao, ciao.